Da kann ich euch jetzt mal eine Geschichte zu erzählen zu solchen Eskapaden bei einem Wettkampf. 2019, kurz vor der Dennis James Classic, kam ein junger Bursche zu uns ins Studio aus Afghanistan. Ja, der kam aus Afghanistan, extra vorbereitet. Der hatte auch eine super Form für die Dennis James Classic, weil die Dennis James Classic war ja ein internationaler Pro-Qualifier, sprich, du konntest von überall aus der Welt teilnehmen. Es war keine Regionalshow, sondern ein internationaler Wettkampf. So, jedenfalls, der Typ kommt aus Afghanistan, drei, viermal umsteigen mit den Flügen und so weiter und so fort. Ey, das ist eine kranke Story, Alter. Und ich habe ja auch damals teilgenommen bei der Dennis James Classic 2019. Er war auch Classic-Physikathlet, der Typ. Wir nennen ihn jetzt einfach, wie soll man ihn nennen? Wir nennen den Jungen Hassan. Ich weiß nicht, ob der Hassan oder Hass. Wir nennen ihn einfach Hassan, scheißegal. Hassan kommt aus Afghanistan mit zwei, dreimal umsteigen. Kommt an, Digga. Ist bei mir in der Kraftfabrik, weil sein Onkel kam hier irgendwie aus NRW, der hat ihn zu uns ins Studio geschickt. Wir haben uns dann noch einen Formcheck zusammen gemacht, ein bisschen gequatscht. Der konnte nur Englisch, konnte kein Deutsch, also hier wirklich fremd. Land für ihn, alles fremd, alles neu. Der kam nur für den Wettkampf hier, ne? Der wollte hier nicht wohnen. Wettkampf, Wettkampf machen, zurück nach Afghanistan. Ich sehe, krass, Hassan, ich bin auch auf dem Wettkampf, was ein Zufall, haben uns kennengelernt, bla bla bla. Instagram ausgetauscht, über Instagram ein bisschen geschrieben, der Junge sah gut aus. Dann kam es zur folgenden Thematik. Ich bin in Frankfurt, ja, am Wettkampf, sehe den Jungen bei der Waage, quatscht da mit ihm, ich so, und wie läuft's? Ja, schönes Hotel, schönes Apartment, bla bla bla. Viel Erfolg, Daumen gedrückt, hier Handshake gemacht, bis morgen, wir sehen uns. So, Samstag, Showday in Frankfurt, Jahrhunderthalle, 1700 Leute, geile Veranstaltung, Dennis James Classic, Pro Qualifier. Ich bin da, Backstage, ganzen Tag, guck, Hassan, keine Spur von Hassan, nichts gesehen. Irgendwann, Classic Physik ist durch, ich gehe raus, fertig, Finale. Kommt Hassan, voll verschwitzt, voll außer sich, verrückt, völlig am Ende. Ich so, Bruder, wo warst du? Ja, ich war im Apartment, ich habe verschlafen. Der ist morgens früh zur Veranstaltung, hat den Ablaufplan gesehen, ja, müsst ihr euch mal vorstellen, hat den Ablaufplan gesehen, hat gesehen, ah, okay, Classic Physik. Erst um 15, 16 Uhr. Ich fahre mal zurück ins Apartment. Ich lege mich noch mal eine Stunde hin oder so. Hat irgendwie den Wecker nicht gestellt und hat die gesamte Show verschlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er kommt aus Afghanistan hier hin und verkackt einfach, weil der irgendwie verpennt hat. Unglaublich, unglaubliche Geschichte, Alter. Das tat mir irgendwo im Herzen weh, aber dann dachte ich mir auch, na, Digga, das ist eigene Dummheit. Das ist eigentlich einfach nur dumm. Und dasselbe ist doch auch dem Dingens passiert hier. Wie heißt der bei Big Zone, der Athlet, der Profi mit Glatze, Heavyweight? Wie heißt der Typ? Deutscher Athlet, IFBB Pro. Ich vergesse seinen Namen. Ich kenne den Namen. Enrico Hoffmann. Danke, Onkel. Dem ist dasselbe passiert in USA. Der hat irgendwie dieselbe Scheiße gemacht. Hat seinen Wettkampf verpasst, Alter. Unfassbar, ja. Unfassbar, ja Mann, halbe Weltreise, Geld investiert, Zeit investiert und einfach verschlafen und Kurva, nicht zum Wettkampf konnte er nicht teilnehmen. Aber irgendwie dumm, eigene Dummheit. Naja, leid tat er mir dennoch. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.